Hallo Leute, da hat's 1.05 hier mit Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Hier mit der original japanischen, nee, nicht original, aber mit der japanischen Version und einem Level, das wir schon mal gemacht haben, aber ich irgendwo eine Kiste vergessen habe und das war sehr ärgerlich, denn jetzt müssen wir es nochmal machen. Gut, das dient jetzt eigentlich dazu, dass wir den dritten Warp Room endlich mal komplett abschließen können. Aber hier ist ja nichts, ne? Nein. Dass wir den dritten Warp Room jetzt endlich komplett abschließen können. Und den vierer möchte ich eigentlich auch gern jetzt mal abschließen. Und dann geht's im fünfer weiter. Wer hätte das nur erwartet? Erkenntnisse, Weisheiten mit Atze. Die kennt und liebt jeder, ne? So, nicht, dass ich hier irgendwo... dass irgendwo was nicht richtig explodiert ist oder ähnliches. Könnte natürlich sein. Ich kann mir das kaum vorstellen. Irgendwo muss ich wahrscheinlich was vergessen haben. Was wirklich ärgerlich ist in dem Fall. Alles nochmal. Na gut, weil hier ist ja eigentlich auch nichts weiter, ne? Na gut, muss man nicht unbedingt verstehen. So, und da drüben war ja wirklich nichts. Da drüben sind ja wirklich nur Wumpas, aber keine Kisten. So, dann hatten wir hier das Bonus. Vielleicht hatte ich im Bonus irgendwo was vergessen. Nochmal gucken. Das war doch eigentlich das leichte Bonus, oder? Ja. Glaube ich jetzt kaum, dass ich da irgendwo was vergessen hatte. Ich schaue mich jetzt noch mmal kurz um, weil sicher ist sicher. Aber ich bin mir fast sicher, dass es da nichts gab. Nichts Interessantes zumindest. Nee, sag ich doch. That's what he said. So. Das hier und hier und hier und hier. Genau. Nee. Das ist hier definitiv alles. Und eine Kiste hat irgendwo gefehlt. Äußerst komisch. Na, Crash. Hier alles mit dazu. Den Typ hier weg. Und das mit dazu. Jetzt sind es 88. Ich glaube, das letzte Mal waren es nur 87, oder? Hm, komisch. Keine Ahnung, wo die Kiste war, welche ich da vergessen hatte. Würde man manchmal nicht verstehen. Ist auch egal. Gut, damit Warp Room 3 komplett abgeschlossen. So muss es laufen. Dann gehen wir wieder in unseren Vierer. Und machen Cold Hard Crash noch mit. Dann wäre nämlich der auch komplett abgeschlossen. Wenn wir das Level noch erledigt haben. Dann wartet Engine auf uns. Und dann sind wir schon in Warp Room 5. Da ist das Spiel schon fast wieder vorbei. Meine Güte, ging das schnell. Ach, das ist einfach schön hier. Crash 2, ein Spiel, das man speedrunnen kann. Es macht Spaß und es, weiß ich nicht, bietet immer wieder Abwechslung. Wie ich finde, es ist immer wieder schön, wirklich zu spielen. Niemals langweilig. So, na gut, das war relativ einfach mit drei Akku-Akkus. Komplett unproblematisch. Quasi. So. Na.
So wollte ich das. Haben wir hier unser Bonus. Das kennt man ja auch bereits schon. So. Hier wirklich drauf zu achten, wieder oben mitzunehmen, ganz wichtig. Jetzt ärgert man sich später wieder wie eine Sau. Welcher eine Kiste dann. Kann man auf Deutsch gesagt alles nochmal machen. So, 31, das passt. Gut. Nachdem wir bis hierhin auch noch nicht gestorben sind, ist das optimal. Nein, die Akku bringt uns da oben jetzt relativ wenig. Leider. Aber okay. Hammer halt mit dazu. So, jetzt müssen wir nämlich hier rauf. Und das Problem ist, wir müssen dann da auch wieder zurück. Das wird das Harte. Und hier ist es gar nicht mal so einfach. Also wirklich, wirklich unschön das Ganze. Das kann ich jetzt schon mitnehmen, aber ich brauche halt später hier noch eine Kiste, die durch eine Ausrufezeichenkiste erst aktiviert wird. So, am besten man tötet auch wirklich alle Gegner gleich. Das macht es für später auf jeden Fall deutlich einfacher. Mal schauen. So, das war gut. Und dann kann ich nämlich sowas machen. Nein, Crash, nein. Bleib hier. Das ist gut. Dann können wir nämlich hier sowas machen. So, im Prinzip durchrushen. Was hier gut ist, wenn er sich mal bewegen will. So, jetzt ist das Problem. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich muss halt hier im Prinzip den Part trotzdem zweimal machen. Einmal, wenn ich den Edelstein haben will. Das war kacke. Den Edelstein, den Kisten-Edelstein haben will und dann später nochmal, wenn ich den Geheimen haben will. Das ist ein bisschen negativ zu bewerten, aber es ist halt so. Ich muss mir hier diesen Teil immer zweimal machen. Quasi. Jetzt wird hier auch die Kiste aktiviert. Da ist ein Extra Life drin. So, geht's hier über die Nitro nämlich wieder zurück. Und hier wieder runter. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwer und sehr, sehr kernig, muss man sagen. Das so hinzubringen. Muss man immer ein bisschen üben dafür. Quasi. Gut, dann geht's hier. Boah, das war ein bisschen knapp. Geht's hier durch. Da kommt wieder unser Freund der Igel. Okay. Ich dachte eigentlich wirklich, man kann das auf einmal schaffen hier, aber anscheinend braucht man wirklich hier zwei Versuche. Sag ich mal. Plop, plop, plop. Okay. So, hier muss man auch rein. Boah. Das ist immer wieder schön, aber das Extra Life möchte man haben, vor allem auch für die Kisten. Ist ja klar. So, und hier kann man jetzt durchheizen. Und dann geht's hier runter. Dann würde ich sagen, einmal einmal Crystal. Der Edelstein kommt dann gleich. Der folgt gleich auf dem Fuße. Hoffentlich nicht. Tut doch weh auf dem Fuß.
So. So, die Nitros mit dazu. Dann war hier, glaube ich, noch was Gemeines. Oder? Nee, war's nicht. Gut. 155, das müsste hinhauen. Ja. Da passiert es oft, dass man nur 154 hat und da ärgert man sich auch wieder dumm und doof. Quasi. Gut, dann müssen wir es jetzt leider nochmal machen. Um den zweiten Edelstein zu kriegen. Das ist wirklich blöd, dass man die nicht zusammen mitnehmen kann. Aber gut. Ist es so. So, Crash, komm. Durchheizen. Kisten sind uns jetzt völlig egal. Wir wollen einfach nur durchkommen bis zu der Totenkopfplattform. Es klappt hier vorzüglich, Mensch. Mehr oder weniger. Zu viel heizen, wie gesagt, ist auch nicht unbedingt immer gut. So. Das muss man hier mitnehmen, sonst kommt man da hinten nicht weiter. Da taucht dann nämlich die Treppe nicht auf, das ist das Problem. Wenn man das nicht mitnimmt. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie man hier hochkommen soll. So, sicherheitshalber Checkpoint. Nachdem wir uns hier ja auskennen und nachdem wir drei Akku-Akkus haben, heize ich sowieso wieder durch. Weil wegen eh egal. Nein, Crash! So, sehr schön. So muss es laufen. Und flopf, dann kommen wir hier raus. Haben es ja auch schon wieder fast geschafft. So muss es wirklich laufen, dann läuft es optimal. So, und hier hoch. Und hier hoch. Okay. Warp Room 4 damit auch completely abgeschlossen. Ich glaube, das ist mit der fast der einzigste Warp Room, ja, 4 und 5, die man direkt abschließen kann, ohne irgendwelche geheimen Sachen. Okay. Dann geht's auf zur Engine. Wir machen die alte fertig. Und dann haben wir nur noch Warp Room 5. Yay. Der Kampf ist, finde ich, eigentlich immer ganz cool. Hier ist die Mucke auch anders wie in der europäischen. Viel rockiger, viel bedrohlicher irgendwie. Vom Gefühl her. Ach ja, wir können ja hier mit Wumpas schießen. Ich hatte es schon wieder fast vergessen. Wir müssen ja hier ihre schöne Maschine mit den Wumperfrüchten kaputt ballern. Quasi. So wollte ich das eigentlich nicht. Ich kann hier nämlich nicht rutschen. Die Fähigkeit ist mir hier nicht gegeben, zu grätschen. Das ist deaktiviert. Quasi. Ist das ein Mist? Ich könnte auch mal drüber springen. Kommen.
muss hier immer erst wieder reinkommen. Die Mucke ist hier echt voll anders. Ach, das ist ein Mist. Aber cool irgendwie. Ach, sowas geht hier auch gut. Wollte ich nur mal testen. Man muss ja alles immer mal ausprobieren. Ne? Ja, sowas geht natürlich immer. Ein Rost ist schon mal kaputt. Ja, ja, Engine, so läuft das. So gehen die Gänge. So. Das war's. Okay. Jetzt kommen die Raketenwerfer, oder? Ja. Jetzt kommen die Raketenwerfer. Richtig. Kommen halt einmal die Richtung, einmal die andere Richtung. Ist immer relativ unspektakulär irgendwie. Ach ja. Stimmt. Ah, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt motzt sie ihr Schiff ein bisschen auf, damit sie sowas machen kann. Hey, ich bin hier. Und das war's. Voll schwer und so. Ich verstehe nicht, was du gesagt hast, aber das spielt auch keine Rolle. Oh Mann. Gut, Warp Room 5, meine Herren. Wir sind angekommen. Die letzten 5 Level. Mit noch ganz schönen Sachen. Wir speichern einfach mal. So. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht ein Level, das noch schnell geht. War eigentlich irgendwie nicht mehr zu schaffen. Also wir haben jetzt gerade mal ja, 34 von 42 Edelstein, 20 und 25 Kristallen, 80% abgeschlossen. Ich würde sagen, gar nicht mal so verkehrt. Die Level sind eigentlich alle länger, ne? Ach, wieder machen wir eher das Schluss. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bin der Arzt05 und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Warp Room 5 und dem ersten Level. Piston It Away. In diesem Sinne, bis denn und ciao, ciao.